Hallo und herzlich willkommen zurück bei Age of Gladiators. Wir sind bereits in Leptis Magna, hier im zweiten Gebiet, und haben einige schwere Kämpfe heute vor uns, aber auch ein paar leichtere. Der Strong Fight, ja, was machen wir denn? Ich denke, wir werden hier Tubertus in den Ring schicken. Der ist ja somit unser bester Kämpfer aktuell für den Moment. Dann hat er, glaube ich, noch neue Rekruten, die wir uns ansehen sollten. Ja, aber leider keine guten. Schade. Wir gucken mal, was das denn wird. So, Tubertus haben wir gesagt. Wird auch gewinnen wahrscheinlich. Bulbus, oh. 3:1 gegen Bulbus, das überrascht mich jetzt ein bisschen. Dass unser Kämpfer da sogar favorisiert ist. Ich denke, wir werden defensiv. Ja, aber der 18% Armor. Das ist schon ordentlich. Ich denke, wir werden trotzdem defensiv kämpfen, weil er hat halt weniger Stamina. Und hoffen auf das Beste. Und gewinnen auch. Perfekt. Ah, genau. Jetzt sind die beiden angekommen, haben auch Level. Ab. Warum können wir die Punkte nicht verteilen? Ich glaube, wir brauchen erst Fast Learner. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich dachte, wir können hier die Punkte verteilen, wenn wir... Naja, egal. Spielt nicht so eine Rolle. Aber bei denen Fast Learner zu machen, ist fast ein bisschen eigentlich Verschwendung, weil die haben beide nicht sonderlich hohe Int-Werte. Werden wir wahrscheinlich demnächst auch wieder ausmustern müssen. Naja, eine Waffe kriegen sie trotzdem. Hier Lancia. Und dann du ebenfalls. Hier. So, dann haben wir jetzt als nächstes einen Mildfight. Da steht Ripdark und Pavo stehen für die nächsten zwei Fights wieder zur Verfügung. Fascina haben wir da noch was Besseres. Hier. Das schmeißen wir weg. Unter 100. Gibt's nicht. Was hat Pavo für eine Waffe? 129. Ich denke, wir schicken Pavo in den Mildfight und Ripdark danach in den Lowfight. Und alles weitere, dann kommen dann die zweimal zum Zuge. Und dann sehen wir mal, Theoderik ist ein schlechter Kämpfer. Den können wir eigentlich verheizen. Denke ich. So, Stuff Level Ups haben wir ebenfalls noch. Evolution muss hier hoch. Da ja, machen wir Coaching. Sickness. Weapon über 500. Danach gehen wir ein bisschen auf Armor. Das kommt jetzt langsam, aber sicher auch. So, Pavo. 3:1. Ja, das sollte eigentlich ohne Probleme machbar sein, denke ich. Sehr schön. Dann kommt auch direkt Ripdark zum Zuge. Gegen Potitus. 1:3, was ist denn hier los? Vatia. Das ist doch sein Bester. Warum kommt er bei einem Lowfight? Eieiei. Ripdark, ich hoffe, es klappt, aber ich. Nein. Ach, das tut mir leid, Ripdark. Schade. Ich dachte, Low ist... Ich verstehe es nicht ganz. Das hat irgendwie der Randomizer... Der Randomizer hat... Also, was heißt der Randomizer? Der Gegner hatte den besten Mann. Vatia. Das ist der Ultra-Krasse, der schon mal einen von uns besiegt hat. Den hat er ins Rennen geschickt, obwohl er eigentlich noch wesentlich schwächere hat. Auch vom Level her. Ich verstehe es nicht. Low müsste eigentlich... Naja. Müssten die Schlechtesten kommen. Naja. Ich weiß nicht, wir müssen da mal gucken, vielleicht finden wir einen neuen Rekruten für dich. Ich möchte einen dann aber, der ein bisschen was an Int-Werte hat, der auch für die Zukunft etwas besser gerüstet ist. Im Vergleich zu den Pappnasen hier. Naja, schade, aber das ist halt, kann halt passieren in diesem Spiel manchmal, dass auch... Die guten Kämpfer sterben nicht. Ich rechne nicht damit, dass einer von denen, die wir jetzt noch haben, es irgendwie dann bis ins Endgame schafft. Das ist halt leider so.
Naja, was haben wir noch? Wir haben jetzt noch 4 Kämpfe vor uns. Einen Average. Hubertus hat ein Level Up. Was machen wir bei ihm? Ich denke, ihm geben wir jetzt erstmal ein bisschen was an Armor. Hier, Elfer. Damit er, ja, damit er auch gegen die Gegner bestehen kann. Ich bin noch ein bisschen geschockt von, ja, von dem Verlust von Ripdark. Das war natürlich ein herber Verlust. Das ist er und Pavo, die sind ja die zwei, die von Anfang an so mit dabei gewesen sind und auch schon ordentlich was in Level und Siegen erreicht haben. Naja, jetzt kommt erstmal ein Average Fight. Wen schicken wir jetzt hier ins Rennen? Wir könnten Theoderic mal ausprobieren. Würde ich fast sagen, weil er kann eigentlich auch nichts. 5 zu 1, wow. Petus, der ist verletzt, okay. Ja, das Spiel machen wir aggressiv, ne? Ist aber nicht gestorben. Und er ist auch verletzt worden. Also Theoderic, ihr seht das schon, Dex allein reicht dann irgendwann auch nicht mehr. So massive. Jetzt müsste eigentlich doch wieder Vatia kommen. Oder Celsus alternativ, aber eigentlich ist es fast egal. So, Ripta Pavo kriegt hier Hide Armor. Müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht auch wieder was Neues kaufen können. Ein bisschen was, weil jetzt kommt das nach. Die Frage ist, wenn wir jetzt in den Kampf schicken. Pavo ist auf jeden Fall ein guter Kämpfer, aber massive. Ich denke, Tubertus ist da doch die bessere Wahl. Haben wir eine bessere Sika? Natürlich. Hier, bitteschön. Tubertus sollte eigentlich jeden Kämpfer besiegen können, den er uns in den Weg stellt. Es ist wieder Vatia, der ist jetzt schon angeschlagen. Hat auch ordentlich was an Armor und immer noch super viel Attack. Aber ich denke, hier kämpfen wir normal. Und hoffen auf das Beste. Jawohl, Vatia ist tot. Perfekt. Huh. Das war wichtig. Dafür ist Tubertus, ja, für lange Zeit außer Gefecht. Was natürlich schade ist, aber lässt sich nicht verhindern. So, dann haben wir einen Strong Fight. Ich denke, da kann jetzt Pavo in aller Ruhe eigentlich gewinnen. Denke ich. Also wirklich, wie gesagt, das Einzige, was hier noch wirklich gefährlich ist, ist Celsus. Aber Celsus ist schwächer als Pavo. Es sind alle schwächer als Pavo. Deswegen müsste er das eigentlich schaffen. Und ja, der ist auch verletzt, hat nicht viel HP, hat ordentlich was an... Boah, 33% Armor. Das ist der Celsus, ja, das ist sein Bester. Gut, ich denke, wir kämpfen dann auch defensiv. Und tot ist er. Hervorragend, hat allerdings guten Kampf geliefert. Hier sollten wir auch noch mal ein bisschen was an Sponsoring machen. Wir haben jetzt mittlerweile über 1 Million. Vielleicht können wir irgendwie einen Kämpfer abwerben. Wir können es ja mal probieren. Der hat schon einige gute, ne? Der ist richtig stark, Rizima. Aber den wird er nicht hergeben, ne? Wir gucken mal, was denn so das... Ja, hier ist niemand in Kaufreichweite. Wie sieht es denn hier aus? Ihn könnten wir kaufen, aber es... viel schlechter geht es ja nicht. Das ist ein bisschen schade irgendwie, dass die Kaufpreise sind viel zu hoch, wenn man irgendwie was einigermaßen Gutes möchte. Man guckt das mal an, 6 Millionen, die verkauft er nicht mal. Er verkauft sowieso nur die ganz schlechten. Ich meine, das macht irgendwo durchaus Sinn, aber es ist trotzdem irgendwie ein bisschen bescheuert. Also, Scarus, Lancer. Wir haben neue Waffen jetzt erhalten. Ich denke, da werden wir direkt auch ein paar kaufen. Und was haben wir? Mild. Wir könnten es mal gegen ihn probieren, weil wir müssen hier irgendwann mal anfangen, das Feld hier ein bisschen auszudünnen. Und ich denke, dass gerade Scarus ist eigentlich ein ordentlicher Kämpfer. Der müsste eigentlich bestehen können gegen seine. Ja, 5 zu 1. Schaut euch das mal an.
Es war auch, ist nicht schlecht hier. Clodius hat ordentlich Decks, aber die anderen Werte sind halt alle nicht so stark. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das gewinnen werden. Und zwar werden wir defensiv kämpfen. Und passt. Matiti hat ein Level Up. So, ihr seht ihr schon, die zwei, die können Schritt halten mit den Levels mehr oder weniger. Obwohl sie eigentlich nicht kämpfen, also sie haben noch keinen einzigen Kampf bestritten. Und Matilda bräuchte eigentlich nur ein bisschen Dex, und dann wäre die echt gut. Und Magna können wir eigentlich spülen, ne? Magna können wir eigentlich verheizen. Ja, werde ich dann auch tun. Arvina ebenfalls. So, dann brauchen wir jetzt noch einen Sieg und dann können wir nochmal einen Perk Point vergeben. So, du brauchst Networking, Training, Waffen noch ein bisschen bei dir. Sehr schön. Haben wir neue Stuffs, die gut sind. Ich hätte noch gerne einen Schmied, nochmal einen. Haben aber keine guten aktuell. Scouts. Scouts haben wir einen guten. Sehr schön. Ja, das hier lassen wir Trainer. Wäre natürlich auch wichtig, dass die hier besser werden. So, Rekruten in 3 Tagen. Werden wir aber noch nicht kaufen. Ich werde erstmal warten, bis wir den neuen Perk Point haben. Dann haben wir hier Injury. Und Magna hat auch ein Level Up. Ja, die kommt einfach nicht vom Fleck. Leider. Ach, Massive direkt. Ah, muss das sein. Wobei Massive ist eigentlich nicht so schlimm. Weil wir haben hier noch 5 Free Wins quasi. Da hat er 9 gekauft. Ich glaube, der ist neu. Vinifsan. Wen schicken wir denn da in den Kampf? Pavo, denke ich. Pugio ist ein bisschen ausgeleiert. Haben wir noch neue Waffe? Ah, wir haben keine guten Pugios mehr. Das ist natürlich nicht so toll. Lass uns da die Pugios finden. Gladius und Hastas haben wir eine Menge. Haben wir sonst noch jemanden, der fit ist? Scarus und ich denke, ich werde Theoderic. Das kann ich direkt wegschmeißen. Ich denke, ich werde dann erstmal in einem Theoderic hier eine Massive schicken. Sollte er eigentlich ohne Probleme packen. Ja, Petus. Ist das der neue? Ich weiß es gar nicht. Aggressiv. Oh, Theoderic ist gestorben. Naja, ist glücklicherweise kein so großer Verlust. Dann kommt als nächstes Scaurus. Lancia. Lancia haben wir eine gute. Sehr schön. Es sollte eigentlich machbar sein, aber es ist halt so, im neuen Gebiet werden wir Kämpfer verlieren, da gibt es keinen Weg daran vorbei. Wenn ich natürlich die P Punkte, wenn ich das gewählt hätte, dass ich die Punkte selber verteilen könnte, dann wäre es natürlich wesentlich einfacher. Aber das ist jetzt halt, ich wollte es ja mit Absicht etwas schwieriger machen, deswegen passt das schon. So, 1 zu 1. Vinifsan, nee, das ist der neue. Vinifsan ist der neue. Ich glaube, das packen wir. Werden wir normal kämpfen? Gewonnen, aber nicht getötet. Damit haben wir jetzt unseren neuen Perk Point. Und Starting Level auf 4. So, jetzt können wir uns die neuen Rekruten ansehen. Der sieht gut aus. Der sieht sogar richtig stark aus. Den kaufen wir. Hier. Warten wir erstmal. Ihr seht das jetzt. Hier können wir die Punkte verteilen, weil. Ja, weil wir jetzt irgendwie nochmal Starting Level gemacht haben. Keine Ahnung, warum, wie, was, wieso. Ich denke, wir werden Dex auf 80 und dann Int hochbringen bei ihm. Und er kriegt Fast Learner natürlich. Sika braucht der. Da haben wir eine gute. Also, das ist jetzt schon. Ja, ich denke, man kann mit gutem.
mit gutem Gewissen sagen, dass das unser bester Kämpfer ist. Also Ripdark, falls du diesen Kämpfer hier haben möchtest, er ist noch zu haben oder auch sonst, falls irgendjemand einen Kämpfer haben möchte, schreibt es mir in die Kommentare rein, dann werde ich das natürlich tun. Ich kann euch natürlich nicht versprechen, wie lange sie überleben, aber ich denke, der hier hat zumindest eine längere Lebensdauer als die meisten anderen in unserem Kader. Inklusive Pavo leider. Ich glaube, den werden wir auch irgendwann verlieren. Das sind schon, die HP sind schon zu niedrig. So, jetzt haben wir einen Mildfight. Und Level Ups. Bassus. Und Avina. Avina, ne, das ist auch so einer, der eigentlich nichts kann. Ne, den sollten wir auch irgendwann mal verheizen. Und Bassus ebenfalls. Der bringt uns einfach nicht wirklich viel. Ich denke, ich werde jetzt Bassus auch gegen Tubertus in den Kampf schicken. Bassus hat eine Chance. Es ist nicht so schlecht, dass er chancenlos wäre. Ist aber auch nicht gut, dass man sagen könnte, ja, das wird ein sicherer Win. Er hat halt guten Armor-Wert wieder. Dafür hat Bassus mehr AP und mehr Stamina. Ich denke, das wird er schon schaffen. Wie gesagt, er ist nicht so schlecht, er hat einiges, aber es fehlt dann halt auch wieder an gewissen Enden. Evaluation, dann machen wir Coaching, Sickness und Armor bei ihm. Er hat auch schon neue gehabt, glaube ich. Da kommt in 8 Tagen wieder was rein. Lancia brauchen wir, glaube ich, gute. Ich denke, wir kaufen das Zeug noch. Puglio ebenfalls. Das brauchen wir alles. Average. Average. Wer könnte einen Average-Fight bestreiten? Pavo. Hat Pavo eine Chance gegen die... Ah, da sind schon echt viele gute dabei. Er hat eine Chance. Aber Average gegen den, ich glaube, das bringt nichts. Ich glaube, wir werden Average gegen ihn hier kämpfen. Vielleicht können wir Vinifsan töten. Das wäre dann zumindest etwas. So, haben wir ein besseres Pugio? Yep. Das ist, glaube ich, das Neue, das wir gekauft haben. Das hier schmeißen wir weg. So, Pavo. Ich hoffe, du gewinnst gegen Planktus. Oder Plankus. Der kann eigentlich nicht sonderlich viel. Habe ich das Gefühl. Sollte kein Problem werden. Ich denke, wir kämpfen hier auch normal. Ja, wie gesagt, das überrascht mich jetzt, dass da die Wetten so gegen uns waren. Du kriegst Fast Learner. Hab bereits ein Level Up. Es kam hier schon Level Up. Super, so gefällt mir das. Haben wir noch neue? Nee, 7 Tage wieder. Jetzt kommt Massive, da werden wir auch wieder gegen den schlechteren der 3 Bosse kämpfen. Wer ist ready? Bassus ist wieder ready. Und Avina könnte mir auch mal in den Kampf schicken. Avina hat verwendet Gladius. Ja, ich denke, das geben wir mir das 163er. Und dann hat er echt gute Chancen, glaube ich. Ah, wir wetten. Vielleicht nicht alles, aber so die Hälfte. Petus. Avina hat halt auch nicht wirklich viel Stärke, deswegen braucht er eine gute Waffe. Ich denke, wir kämpfen hier auch aggressiv. Der hat ein bisschen was an Armor, aber ist machbar. Super. Avina ist ein Teufelskerl. Er hat schon einmal verloren, lebt immer noch, mogelt sich so ein bisschen durch. Aber wir beschweren uns nicht. So, haben wir Level-Ups? Yep. Pavo hat wieder einen. Ich denke, ich gebe ihm jetzt Leather Armor. Wir müssen auch mal gucken, ob wir sowas kaufen können. ...16% Damage Reduction.
In einem Tag ist er auch wieder fit. Was haben wir? Ein Strongfight steht an. Ja. Asus, du bist dran. Was hast du für eine Waffe? Ja, das passt. Das reicht. Vinif-san, das ist der Beste von ihm und der ist angeschlagen. Das heißt, wir könnten ihn jetzt vielleicht töten. Wäre wichtig. Schauen wir mal. Jawohl, tot ist er. Einer weniger. So, dann haben wir Low. Da geht es dann jetzt wieder gegen Tubertus. Bei ihm hier, da traue ich mich überhaupt nicht. Seht euch, das war ein 100er. Wir haben keinen Kämpfer, der mit dem mithalten kann. Nicht einen einzigen. Der hat da viel Crap hier unten noch. Muss man sagen. Aber ich möchte ihn erstmal ein bisschen ausdünnen. Ich denke, da haben wir... gibt so ein paar, die, gegen die wir Chancen haben. Und ich möchte... Scaurus. Scaurus ist ein guter Kandidat für den Kampf. Scaurus kann was. Ist aber, hat nicht so viel Int. Ja, der wird das locker schaffen hier. Kainus, das ist ja keine Frage hier. Können wir defensiv, wobei, ach. Spielt eigentlich, glaube ich, nicht so eine Rolle. In dem Falle. Und Cetus ist krank. Ah, ärgerlich. Naja. Wieder Level Ups. Networking. Training. Weapons. Und Matidia ebenfalls. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es wird nichts mehr bei ihr, aber wir warten nochmal ab. Solange wir Kämpfer haben, die kämpfen können, werde ich die jetzt nicht unbedingt in den Kampf schicken. Vielleicht, vielleicht. So, das war's mit diesem Monat und das war's auch mit dieser Episode. Beim nächsten Mal haben wir ganz viele Kämpfe dann wieder. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut. Euer Northgate.